schöne Blumen hast du mir wieder gebracht. Nur für euch, verehrte Prinzessin. Mein liebster Martin. Hast du dich etwa schon wieder mit dem Gärtner herumgetrieben? Also diese ewigen Ernteausfälle gehen mir allmählich auf die Nerven. Was ich brauche, ist ein Wunder. Eure Majestät. So höre. Ich möchte ein Mittel, mit dem wir immer eine große Ernte haben. Kein Problem. Mit meinem Wundermittel gibt es bald in allen Maisfeldern kein einziges Insekt mehr. Großartig! Fange er gleich damit an. Maisbrot, Maiskuchen, Maispalatschinken. Frischer Kukuruz, trockneter Kukuruz, gemahlener Kukuruz. Oh weh, wie soll ich bei diesem Angebot für den König einkaufen? Verzeihung, ne Frau, haben Sie auch Äpfel? Äpfel? Hab ich schon 2 Jahre keine mehr gesehen. Hast du's schon bemerkt? Gestern sind wieder viele nicht zurückgekommen. Wir werden immer weniger. Und einige sind wieder krank geworden. Oh, sieh nur, da schlüpft eine Biene. Wow, bin ich froh, dass ich draußen bin. Komm, wir fliegen noch einmal aus. Unglaublich, wie viel Nektar in dieser Blume ist. Den kann ich gar nicht auf einmal einsaugen. Bei mir auch. Hier hat wohl schon lange niemand mehr gesammelt. Wenn ich nur wüsste, warum unsere Schwestern verschwinden. Und warum so viele krank werden. Eine Hitze ist das heute. Habe ich einen Durst. Da drüben sehe ich Wassertropfen. Nur ein schnelles Schlückchen. Oh weh, ist mir schlecht und so schwindlig. Musik.